Das ist ja manchmal ärgerlich, wenn die Kamera einfach nicht richtig aufnimmt. Nun gut, hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir mal in Medias Res gehen, wie findet ihr den Lippenstift? Huh? Skyscraper Rose von Lisa Eldridge. Oh, die macht einfach die schönsten Lippenstifte von der Konsistenz, von der Farbe, vom Packaging, von einfach allem. Ich liebe sie. Nun gut, heute möchte ich euch so ein bisschen über Wirkstoffe informieren. Und zwar speziell, weil wir jetzt in die warmen Sommermonate kommen, geht es heute um Lichtschutz bzw. SPF. Also das heißt, welchen Lichtschutzfaktor braucht ihr oder welche nehme ich? Ich möchte euch meine liebsten Sonnenschutzcremes oder Fluids aus den verschiedenen Kategorien vorstellen. Und zwar einmal, was nehme ich am liebsten für unter dem Make-up oder was nehme ich am liebsten, wenn ich also eine leichte Tönung haben möchte. Oder was nehme ich denn, was ich dann später zum Auffrischen nehmen könnte. Da muss ich also aus verschiedenen Kategorien etwas vorstellen, die bei mir wirklich gut funktionieren. Zum Beispiel auch matte Sonnenschutz, weil die meisten haben doch so einen starken Glanz. Und wenn man so ein bisschen ölige Häutchen hat oder die Mischhaut oder wenn man mehr zur Akne neigt oder sowas, dann ist es auch ganz schön, wenn man so ein bisschen mattierende Sachen hat. Ne? Also das möchte ich euch alles vorstellen. Und dann wollte ich euch noch ein Update geben, weil ich habe euch ja versprochen, dass ich euch zu den Beauty Mates ein Update geben möchte. Ne? Ich habe das jetzt schon mehrere Wochen wirklich jeden Tag in Gebrauch. Wie eine Religion habe ich es wirklich jeden Tag verwendet. Das kommt hier mit so einer kleinen Pipette. Beauty Mates, die kommen aus München. Ne, der Freund der Schönheit quasi. Und das ist das Augenlift-Serum. Und das finde ich von der Konsistenz so wunderschön. Ne? Das hat so wirklich so eine erhöhte Viskosität. Seht ihr? Und ich nehme wirklich nur einen Tropfen und das ist wunderbar. Das kann man ewig ausstreichen, ist unglaublich, ne? Ganz, ganz, ganz toll. Und ihr seht, es lässt sich ganz toll verteilen und die Haut ist wunderbar zart danach. Das ist wirklich ein Traum. Und Wirkstoffkosmetik ist für mich eigentlich so das Ideale. Warum? Weil ich gezielt die Wirkstoffe verwende, die ich brauche, um meine Haut zu unterstützen. Und damit ich auch einen Effekt sehe. Ne? Weil es ist natürlich immer schwierig, wenn man halt so ein All-in-One eine Creme hat, zum Beispiel oder Serum, und ich weiß tatsächlich nicht, was hat denn jetzt geholfen oder was war jetzt das Ausschlaggebende. Und meistens sind dann die Konzentrationen von den verschiedenen Substanzen so gering, dass man eigentlich da keinen großen Effekt sieht. Deswegen bin ich ein Freund von Wirkstoffkosmetik, dass ich sagen kann, von wegen, das ist etwas, was halt eben wirklich gut ist für die Augen, so zur Unterpolsterung, zur Adstringierung, dass irgendwas an die Augenschatten ein bisschen weggehen und für Feuchtigkeit. Oder ich nehme zum Beispiel Vitamin C morgens speziell, um zum Beispiel die freien Radikale wegzufangen, um das Kollagen aufzubauen, um auch die Age-Spots irgendwo zu reduzieren. Oder ich nehme abends meine Tretinoinsäure, ne, das Vitamin A-Säure, um halt eben dann auch Kollagen aufzubauen, die Falten zu reduzieren. Und das ist für mich eben so das Zielgerichtete und natürlich Sonnenschutz. Sonnenschutz ist für mich, denke ich mal, wo ich jetzt wirklich meine Routine seit Jahren komplett umgestellt habe. Ich verwende jeden Tag Sonnenschutz, also nicht nur, wenn ich rausgehe, sondern auch im Haus. Und es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, ich möchte jetzt mich schützen gegen das Krebsrisiko, ne, das halt gegen die UVB-Strahlen, sondern ich will mich vor allen Dingen auch schützen, energiereichen Strahlen, die halt eben oder beziehungsweise die energiereichen Strahlen, die auch tiefer in die Haut gehen und die halt eben diesen Aging-Effekt haben. Ne? Und diese Strahlen, die sind halt eben auch bei Bewölkung, die sind auch eben halt eben hinter der Glasscheibe. Und das ist der günstigste und beste und der effektivste Schutz, den ihr machen könnt, jeden Tag Sonnenschutz zu tragen. So, aber jetzt kommen wir hier nochmal zu den Beauty Mates. Ich klopfe das halt immer wirklich so ganz zart hier immer so unten drunter ein und dann nochmal oben auf dem Augenlid. Und den Rest verteile ich dann eben so schön über die gesamte Haut. Und es zieht auch sehr, sehr, sehr schnell ein. Das finde ich auch angenehm, dass man dann halt eben nicht so, dass man nicht so ein klebriges Gefühl hat. Manche sind so Hyaluron, es gibt die auch so, hoch, und dann klebt es so ganz furchtbar. Ne? Ich mache das alles nicht. Sondern es ist einfach nur ein ganz, ganz, ganz zartes, weiches Hautgefühl. Sehr, sehr, sehr schön.
Ich mache das auch so, dass ich also Wirkstoffe immer gerne singulär verwende. Also das heißt, ich trage es da auf, wo ich es brauche und verdünne es nicht. Ne? Ich kann es natürlich hier auch damit mischen und kann es über das ganze Gesicht geben, aber dann ist es natürlich extrem verdünnt. Ne? Deswegen bin ich immer ein Freund und sage dann, ich gebe es halt da auf, wo ich es brauche, nämlich unterm Auge oder um das Auge. Und dann habe ich auch den besten Effekt, den ich damit erzielen möchte. Ne? Weil alles, was ich dann verdünne, kann man schlecht einschätzen und es wäre natürlich auch schade. Aber das könnt ihr natürlich genauso gut machen, wenn ihr sagt, von wegen, ich will das jetzt halt über das ganze Gesicht tragen, dann mischt ihr das in eure Tagespflege mit rein. Einfach so ein paar Tropfen dann in die Tagespflege vermischen und dann auftragen, geht natürlich auch. Das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Also ich nehme es morgens, um halt eben eine gepflegte Augenpartie zu haben, damit ich dann hinterher gut halt eben da zum Beispiel ein bisschen Concealer aufgeben kann, dass die Haut auch vorbereitet ist. Und abends nehme ich es natürlich, weil abends die Wirkstoffe am besten aufgenommen werden. Ne? Deswegen mein Rat an der Stelle, also wenn ihr Wirkstoffkosmetik macht, dann immer abends nehmen, weil dann ist die Haut im Reparaturmodus und nimmt überhaupt die Wirkstoffe auch nur auf. Ne? Und es gibt auch eine Creme dazu oder verschiedene Cremes. Das ist hier eine, die ist für trockene Haut. Es gibt noch eine, die ist für normale Haut. Und da könnt ihr, habe ich auch schon gut verwendet, da könnt ihr zum Beispiel also das mischen und dann auftragen, auch zum Beispiel über das ganze Gesicht. Ihr könnt aber natürlich auch nur den Wirkstoff hier auftragen und dann ganz normal eure Pflege verwenden, die ihr nehmen wollt, ne? Weil ich finde zum Beispiel die Creme hier sehr schön tagsüber. Ich benutze aber auch abends, weil die halt sehr auch so geschmeidig ist, ne? Also das heißt, die macht die Haut wirklich so ein richtig tolles, zartes Hautgefühl. Und das ist das, was mir gut gefällt, ne? Also richtig, fühlt sich so weich an. Ne? Also wirklich ganz, ganz tolles Gefühl, da ist Hyaluronsäure mit drin. Und Hyaluronsäure mag ich zum Beispiel morgens ganz gerne, damit die Haut so ein bisschen aufplumpt und halt so ein bisschen Feuchtigkeit vor allen Dingen speichert. Ne? Ich nehme sie aber auch ab und zu abends, ne? Aber ich nehme sie hauptsächlich morgens. Das gefällt mir halt gut. Und abends nehme ich natürlich auch nochmal den Wirkstoff. Und dann mag ich auch gern zum Beispiel Öle im Gesicht. Oh, das finde ich auch ganz toll. Ne? Das halt einfach, man kann dann einfach das in seine normale Pflege mit einbauen und das ist ganz toll. Ich zeige euch jetzt mal so Vorher-Nachher-Fotos. Ich habe mal vorher ein Foto gemacht von der Augenpartie und jetzt nochmal heute. Also das sind jetzt bestimmt 6 Wochen. Und da könnt ihr euch mal einfach selber einen Eindruck machen, ob es meine Augen geliftet hat. Und ich meine, so richtig dunkle Augenringe habe ich ja nicht. Das wirkt dann also eher wahrscheinlich so adstringierend, so auf die Blutgefäße. Da hier läuft ja so ein Blutgefäß entlang, so rund ums Auge. Und da die Haut sehr dünn ist, schimmert es halt eben bläulich durch. Na, und ihr könnt euch mal selber den Eindruck machen, ob es einen Effekt hat. Ich sage immer keine Wirkung, weil auch wenn es Wirkstoffkosmetik heißt, weil es ist ja kein Medikament. Ne? Nur weil Medikamente. Kann ich sagen, es hat eine nachgewiesene Wirkung und Sicherheit und ist auch nachgewiesen mit Studien geprüft. Bei Kosmetik bin ich da immer, sage ich schon längst, hat einen Effekt. Ne? Oder für mich ist es wichtig, dass es die Haut pflegt, ne? Und dass ich es gerne verwende. Und wie gesagt, ansonsten kombiniere ich das mit Vitamin C, mit Vitamin A-Säure und mit SPF. So, und talking about SPF. Fangen wir vielleicht mal mit meinen allerliebsten an, die ich schon lange verwende. Und zwar ist es einmal hier Biore UV, das ist aus Japan. Und Essence, also beziehungsweise Micha Sun SPF 45 mit PA3 Plus. Und das ist hier SPF 50 mit PA4 Plus. Das SPF ist halt eben der spezifische Lichtschutzfaktor. Da nehme ich eigentlich fürs Gesicht immer nur 45 oder 50, ne? Ihr müsst halt natürlich auch eine ausreichend große Menge verwenden, also so ungefähr, na sagen wir mal, schon so einen halben, dreiviertel Teelöffel voll. Ne? Also so, dass halt eben hier vorne so zum Beispiel alles gut bedeckt ist. Weil wenn ihr keine ausreichende Menge habt, dann habt ihr auch nicht diesen schützenden Film. Also es legt sich quasi, es bildet sich ein Film. Das dauert ungefähr so 10 Minuten, bis der Film sich ausbildet. Und diese Zeit sollte man dem Sonnenschutz auch geben und erst dann mit Make-up weitermachen. Ne? Dann ist auch kein Problem, sonst macht ihr den wieder kaputt oder sonst hat er noch nicht funktioniert und dann bringt es auch nichts, hat er eben keinen Schutz.
Und dieses PA4 Plus, also je mehr Plusse drauf sind, desto besser ist das Anti-Aging. Weil das eine ist natürlich, dass ich sage, ich schütze meine Haut vor den gefährlichen UVA- und UVB-Strahlen. Ne? UVB ist Burning, kann man sich ganz gut merken, halt eben für den Sonnenbrand. Und UVA, das sind diese 4A Plus, das ist Anti-Aging, also das heißt, dass es halt eben die gehen tiefer in die Haut rein, in die Unterhaut, ne? Und bedingen da halt eben eine Zerstörung des Kollagens, eine Kollagenfaser. Dadurch wird natürlich dann entstehen halt eben Falten. Und ihr solltet unbedingt darauf achten, dass eben beides drauf ist, ne? Also jetzt nur ein Lichtschutz hilft nur gegen die Sonnenstrahlen. Hilft aber nicht gegen das Anti-Aging, gegen die Hautalterung. Das ist das, was wir Mädels auch wollen. Ne? Genau. Und Haut, der Sonnenschutz und quasi gegen die UVB-Strahlen, das ist ja wichtig gegen den Krebs. Ne? Und es gibt ein weißes Melanom und ein schwarzes Melanom. Das weiße Melanom, das ist auch so häufig so bei älteren Leuten, die sich hier an so exponierten Stellen ausbilden, wie der Stirn. Aber auch die Ohren, also wenn eure Ohren frei sind, macht unbedingt Sonnencreme auf die Ohren drauf, weil ansonsten kann sich hier auch zum Beispiel Krebs bilden, ne? Ganz furchtbar. Wir haben das auch bei Pferden, also bei bei Schimmel, ne? Bei hellhäutigen, sag ich mal, Schimmel, die halt so ein rosa Näschen haben oder sowas, ne? Oder die kriegen halt irgendwie auch am Auge gerne mal einen Augenkrebs, ne? Oder ein schwarzes Melanom, ganz furchtbar, ne? Also auch Tiere, genauso wenn die keinen Sonnenschutz haben, können die genauso Krebs entwickeln. Also deswegen die Öhrchen immer aufpassen, exponierte Stellen, das immer einen Sonnenhut tragen, Männer auch vor allen Dingen mit einer Glatze oder Frauen, wenn eure Haare auch ein bisschen dünner werden, ganz, ganz wichtig. Genau. Und halt ausreichende Menge, dann habt ihr den Schutz. Und wie gesagt, einmal halt eben gegen Krebsentstehung, ne? Melanom, der schwarze Hauskrebs, der ist der invasiv. So. So ein Krach da draußen, ha? Also. Der schwarze Hautkrebs, das ist der invasiv geht, der kann dann halt eben auch über die entsprechenden Lymphknoten dann halt eben in die inneren Organe und dann ist es sehr, sehr, sehr schwierig, den überhaupt noch zu therapieren. Ne? Also wenn der streut ist, dann schon, ist es schon echt schwierig. Ne? Und deswegen halt eben geht auch jährlich zur Vorsorge. Da gibt es ja auch von den Krankenkassen, die zahlen das, glaube ich, alle 1 oder 2 Jahre, dass man seine Muttermale untersuchen kann, dass man wirklich sieht, haben die sich verändert und das ist ganz wichtig an der Stelle. Und das ist halt eben dieses Japanische. Das ist für mich eine der schönsten. Die haben eine ganz, ganz, ganz leichte Textur und ziehen wunderbar ein. Ach, toll. Ne, kein weißer Cast, gar nichts. Es riecht ein bisschen nach Alkohol. Also, wer das nicht mag mit dem Alkohol, für den ist es nichts. Ich finde die aber großartig, weil die fantastisch ist unter Make-up, zieht sofort ein, ganz, ganz toll, irritiert kein Make-up und so weiter. Ne? Und für mich trocknet es nicht aus. Es ist ja nicht gleich, also Alkohol ist gleich Alkohol. Und wie gesagt, das ist auch ein chemischer SPF. Und da hat man ja also nicht dieses Zinkoxid und wie heißt das andere? Titaniumdioxid. Und das macht ja diese weißen Cast, das ist ja ganz furchtbar. Mittlerweile gibt es ja auch welche mit Nanopartikeln, die dann sich besser verteilen und dann nicht so einen weißen Cast hinterlassen. Die gehen aber dann halt eben auch in die Haut rein und werden resorbiert. Egal, auf jeden Fall ist das eine wunderbare Make-up-Grundlage, kann ich nur empfehlen, ihr seht. Das war jetzt hier mit dem, also man sieht gar nichts, ne? Das ist ganz fantastisch. Die hier genauso von Misha, da gibt es eine 45er und eine 50er. Einfach nur toll. Auch eine ganz leichte Konsistenz und zieht super schnell ein. Und ihr seht nichts. Und die sind halt eben perfekt und mittlerweile, also ich bestelle mir hier diese Biore meistens bei Amazon. Da habe ich die schon vor Jahren bestellt und seitdem bin ich auch dabei geblieben. Also ich finde die ganz, ganz toll. Die ist Aqua Rich. Und die Misha, die kriegt ihr auch mittlerweile auch bei ganz vielen, bei Parfum Dreams. Ich bestelle es mir immer bei Purish. Die haben auch Misha. Da kriegt man die, da auch die 50er, ganz, ganz toll. Ne? Und da muss man nicht so lange warten, wie wenn man es in Asien bestellt. So, also das sind meine Liebsten für unters Make-up. Was mir auch noch sehr, sehr, sehr gut gefällt, unter Make-up, die habe ich letztes Jahr mir ganz viele Sonnencremes gekauft und habe die alle ausprobiert und hat mir die noch am besten mitgefallen, die bei mir so in diese Kategorie geht. Und zwar ist das von La Roche-Posay,
Antelios 50 Plus Ultra Protection, Ultra Resistance ohne Parfum. Ganz, ganz toll. Das ist extrem flüssig. Die Verpackung ist auch lustig, ne? Sieht so schön handlich. Das gleiche gibt es auch nochmal mit so ein bisschen Farbe, also als Tinted Sonnenschutz, kann ich auch sehr empfehlen. Sehr, sehr, sehr schön. Toll. Das habe ich in Griechenland gelassen, weil es halt eben so toll ist. Also das finde ich auch ein ganz, ganz super schönes Produkt. Es ist sehr flüssig und es zieht wunderbar ein. Es gibt keinen weißen Cast. Es hat eine tolle Schutzwirkung und das kriegt ihr hier auch in jeder Apotheke. Ganz toll. Also das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich glaube, La Roche-Posay habe ich auch schon beim Müller gesehen, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, 50 plus. Und ihr müsst immer schauen, dass da halt eben UVA und UVB steht. Na, das ist immer ganz wichtig. So, die Schäfer wieder keine so Brille auf. Es hat auch PA4 plus, UVA und UVB. Ein Antioxidant. Ne? Also Antioxidant, okay, sind es ja fast immer. Und wie gesagt, es muss UVA und UVB draufstehen. Erst dann habt ihr wirklich den maximalen Schutz. Und ihr seht, super, ne? Man sieht gar nichts. Großartig, kann ich nur empfehlen, die getintete als auch die nicht getintete. Was mir auch ganz gut gefällt, das kenne ich auch erst seit letztem Jahr, das heißt V-Sun, Catch the Sun, auch 50. Auch für sensitive Haut hat UVA, UVB, High Protection und ist auch waterproof. Ne? Das ist natürlich auch nochmal wichtig, wenn ihr halt eben im Sommer viel schwitzt. Wer schwitzt nicht im Sommer? Also wenn man überhaupt viel schwitzt, ist es eigentlich ratsam, dass man eine Sonnencreme oder einen Schutz hat, der halt eben wasserfest ist. Also das ist auch mit gegen freien Radikale, hat Vitamin E drin. Vitamin E wird ja meistens reingemacht, eben als Antioxidant, aber halt eben auch, dass der Sonnenschutz halt gut hält. Und das ist quasi eine Art Konservierungsstoff, das Tocopherol. Und das gefällt mir auch sehr gut. Das gibt es auch noch mal in einer größeren Flasche, habe ich gesehen, für den Körper. Und das habe ich auch gestern beim Müller gesehen. Aber bestellt habe ich mir es damals letztes Jahr über Purish. Ne? Also das schreibe ich euch unten hin. Das ist auch sehr schön. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist ein bisschen fester von der Konsistenz, seht ihr? Aber halt eben auch lässt sich wunderbar verteilen, auftragen. Zieht wunderbar ein. Übrigens hat mir das jemand von euch empfohlen. Ne? Ihr habt mir die empfohlen, habe ich gedacht, das ist ja auch mal eine richtig tolle Geschichte. Und ich finde es auch schön, dass man da keine Parfümstoffe reintut, weil Parfümstoffe haben meines Erachtens in Sonnenschutz gar nichts zu tun oder überhaupt in Gesichtscreme, weil Parfümstoffe halt Flecken hinterlassen können. Ne? Wenn die halt eben können Age-Spots machen mit der Sonne zusammen, also Parfum hat generell nichts in der Sonne zu tun. Deswegen, wenn ihr auch ein Parfum auftragt, dass ihr dann keine, könnt ihr auch Flecken bekommen auf der Haut. Deswegen halt lieber ins Haar sprühen oder auf die Kleidung, aber nicht ins Gesicht und nicht auf den Hals. Es gibt Flecken. Ne? Und ihr seht auch ganz, ganz toll. Ist ein bisschen cremiger, finde ich. Noch ein bisschen, also ist nicht so leicht jetzt von der Konsistenz jetzt wie das hier oder das. Das finde ich sehr, sehr, sehr leicht. Das finde ich schon so ein bisschen, also das spürt man gar nichts, ne? Was man drauf hat. Da finde ich schon ein bisschen cremiger, sag ich einfach mal. Ne? Also man spürt schon eher einen Sonnenschutz, dass man was drauf hat. Ne? Also nur so, sofern man da überhaupt noch Unterschiede erkennen kann. Dann habe ich noch zwei Sonnenschutz, weil normalerweise, seht ihr ja, macht so ein Sonnenschutz immer so ein bisschen Glow. Die ich euch jetzt vorgestellt habe, die finde ich sehr gut, weil die halt eben so einziehen. Und nicht so, dass man aussieht wie so eine Spiegelschwarte, ne? Weil normalerweise Sonnenschutz, da könnt ihr dann halt eben, man hat dermaßen einen Glanz, dass es schon fast zu viel ist. Und wenn man dann Make-up aufträgt und will halt eben nur einen leichten Glow haben, da kann das Ganze schon wieder zu viel sein. Deswegen, also die ich euch jetzt vorgestellt habe, die sind hervorragend, weil die so gut einziehen, so schön leicht sind, dass sie aber auf keinen Fall halt eben zu einen starken Glow haben, wie das viele Sonnencremes haben, ne? Und ihr seht hier, also auf der Hand, seht ihr jetzt nicht, ich habe jetzt auf jeder Hand zwei verschiedene aufgegeben und es ist jetzt nicht, dass es übermäßig glowy ist oder strahlt oder sowas, ne? Sondern die haben eine tolle Textur. Jetzt zeige ich euch noch zwei matte Sonnencremes, der Sonnenschutz, und zwar eine von Nivea. Die habe ich auch schon länger, also nicht länger, also ich verwende die halt schon länger, die finde ich auch sehr hübsch. Ist auch eine 50er mit Q10, ist noch ein bisschen pflegend, Anti-Age und Anti-Pigmentflecken und die ist matt. Und das finde ich also ganz schön, die gefällt mir auch ganz gut.
Nee, die ist auch ein bisschen fester von der Konsistenz her. Aber, das war vielleicht ein bisschen viel, aber es macht ja nichts. Sonnenschutz auf der Hand. Ihr seht, die lässt sich auch schön verteilen. Sie zieht schön ein. Und wenn die dann getrocknet ist, dann habt ihr da eben ein mattes Finish. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel ein bisschen eher so zu Glanz neigt oder wenn ihr eher so mal eine Mischhaut habt in der T-Zone oder halt eine fettige Haut, ne, dann ist so eine matte Sonnencreme natürlich super, weil ihr den ganzen natürlichen Ölen und Fetten in eurem Gesicht ein bisschen entgegenwirkt. Und das ist halt eine schöne Sache. Es riecht ein bisschen parfümiert, aber warte mal. Speziell für Gesicht, Hals und Dekolleté, die Formel mit Q10 beugt sonnenbedingten Hautalterungen wie Fältchen und Pigmentflecken vor. Eine leichte Textur für seidig weiches Hautgefühl, ideal für die tägliche Anwendung. UVA- und UVB-Schutz. Zusätzlicher Schutz vor den Effekten von blauem Licht. Seht schon, also es ist jetzt kein übermäßiger Glow. Ich finde die sehr, sehr, sehr schön. Ne? Und wie gesagt, sie hat auch eine leichte Textur. Also sie ist nicht so leicht wie die anderen. Ich finde die von der Textur her eher so wie die. Aber ihr seht, alles wunderschön eingezogen. Ganz toll. Und die hier, die heißt Ciaia. Auch 50 und plus, Very High Protection, auch Mattifying Cream. Und halt eben auch eher so für ölige oder Kombination steht auch drauf. Oder wenn man halt immer so zu Pickelchen neigt. Da ist das halt eben eine ganz gute Geschichte. Und ihr seht, die ist ein bisschen feiner. Aber sie lässt sich auch toll verteilen. Ich glaube, da ist sogar physikalischer Sonnenschutz mit drin. Bei physikalischem Sonnenschutz, also wenn ihr zum Beispiel auf eine Hochzeit geht oder eingeladen seid oder auf irgendeine Feier und wollt Fotos machen, dann kann ich euch nur raten, dass ihr auf keinen Fall einen physikalischen, sondern einen chemischen Sonnenschutz macht, sonst habt ihr Flashback auf den Bildern und das sieht dann natürlich auch nicht so toll aus. Ne? Also deswegen halt lieber chemischen als physikalischen. Ihr seht, es zieht auch wunderbar ein. Und man hat jetzt keinen übermäßigen Glow, sondern das ist tatsächlich halt eher so, wie gesagt, für ölige Kombination. Ich bin auch so in der T-Zone immer so ein bisschen ölig. Ne? Da ist das natürlich eine schöne Geschichte. Also die kann ich auch empfehlen. So, und dann haben wir zum Schluss noch zwei Tinted. Ach so, genau. Das ist ja die hier von La Roche-Posay. Die gibt es auch nochmal in flüssig in so Tinted und dann halt eben so fester. Also die von La Roche-Posay, die finde ich auch ganz, ganz toll. Ne? Die hat eine ganz tolle Farbe. Die ist mehr, die kommt in so einen Pumpspender. Das finde ich auch klasse. Ne? Und ihr seht halt, die ist halt eben farbig. Und sie hat so einen leichten, mehr warmen, bräunlichen Ton. Und ich finde es halt sehr schön. Ich habe jetzt ganz viele von den anderen, die ich auch noch getestet habe, in Griechenland gelassen, weil ich das immer ganz schön finde. Guck mal, habt ihr jetzt ein wunderschönes Finish, ne? So ein ganz bisschen gebräunt. Seht ihr das? Ach, ich finde es toll. Ganz, ganz schön. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann jetzt in der Kamera mit dem Licht. Also man hat so einen schönen, leichten, eine leichte Bräune. Und das finde ich eben schön, wenn man halt eben kein Make-up tragen möchte oder will halt an den Strand gehen, denkt sich halt von denen, ach, meine Haut sieht aber so unruhig aus oder sowas, ne? Und dann mag ich das halt eben auch einfach so ein Tinted SPF aufzugeben und noch so ein bisschen Rouge, ach, natürlich Wimperntusche und dann bist du schon fertig und kannst gehen. Und die Haut sieht schön aus, gepflegt aus, ein bisschen geebneter aus, ne? Und hat so einen leichten, eine leichte Bräune, ne? Und das ist ja natürlich das. Ich finde das sehr, sehr schön, ne? Und die gefällt mir wahnsinnig gut. Und dann habe ich mir noch mal eine bestellt über Amazon. Die war dann irre teuer, ne? Das fand ich dann, das hat mir schon im Herzen wehgetan. Also ich glaube, die hat so um die 17 Euro gekostet. Also war auch nicht gerade billig. Die habe ich mir in der Apotheke gekauft. Und das ist hier Botanical Sunscreen Tinted Face. Das ist von Australian Gold. Die hat diese Flash, wie heißt sie? Flash, Hot and Flashy, ich glaube Hot and Flashy. Die hat die immer empfohlen und gemeint, das ist meine Sonnencreme, ne? Und ich benutze nichts anderes und sowas. Und da habe ich gedacht, okay, ich will sie auch mal probieren. Dazu habe ich zwei Sachen. Also das eine ist, ich finde es
einer Unverschämtheit, dass man eine Sonnencreme, die normalerweise, was ich, 12 € kostet, dann halt 30 € verlangt, nur weil man die aus Amerika bestellt hat. Also das finde ich dann von den Shipping-Costs oder, ne, fand ich dann einfach eine Unmöglichkeit. Ne? Also einfach mehr als das Doppelte draufgeschlagen, nur weil es aus Amerika kommt. Allein schon deswegen werde ich sie mir nicht mehr bestellen, allein aus Protest, ne? Weil mir sowas total annervt, ne? Dass man halt irgendwie Leute so abzockt. Das Zweite ist, ihr seht hier, das ist eine festere, die trocknet aus, finde ich. Ne? Also die ist eigentlich, finde ich, nur für reifere, also ja, Frau Schäfer, die hat eine schöne Farbe, weil die halt eben eher so ein bisschen neutral ist und nicht so warm. Aber sie trocknet aus, meines Erachtens. Ne? Das ist der zweite Grund, warum ich sie nicht mehr bestellen würde. Ne? Das ist für mich noch der größere Grund, ne? Weil ich mag natürlich nicht, wenn du halt, dass sie halt, dass man so ein Spannungsgefühl hinterher hat. Ne? Also ich mache es dann tatsächlich so, dass ich die beiden mische. Erstens mal von der Farbe her, das ist ein bisschen wärmer, das ist ein bisschen neutraler, dass ich dann halt so eine schönere Farbe habe. Und zum Zweiten tatsächlich, weil die mir alleine wirklich die Haut so austrocknet. Das ist also wirklich was, wenn ihr ölige, fettige Haut habt, könnt ihr das sehr gut nehmen oder halt eben auch Kombination, ne, in der T-Zone. Aber alleine, wenn ihr trockene Haut habt oder reifere Haut, da wäre ich damit vorsichtig tatsächlich. Ne? Aber ich finde sie halt in Kombination halt wieder sehr gut und ich finde sie auch von der Farbe her sehr schön. Also ich finde die, das macht einen richtig schönen. Da tut einer draußen, glaube ich, Rasenmähen, mein Gott. Oder Laubblasen. Ach, die machen hier immer was. Machen immer so viel Krach. Also ich finde, es gefällt mir generell sehr, sehr, sehr schön. So, und dann zum Schluss habe ich noch ein Spray. Und zwar, also gebe ich mir ja immer jeden Tag Sonnenschutz auf, auch im Haus übrigens, auch im Winter, weil natürlich diese, jetzt nicht wegen der Gefahr des Sonnenbrandes, sondern einfach wegen dem Anti-Aging, ne? Dass diese Sonnenstrahlen, die ja tief in die Haut gehen, die eine höhere Energiewelle haben, die machen die Hautalterung auch eben durch die Scheiben. Ne, und auch wenn das bewölkt ist oder sowas, kommen diese Strahlen auf alle Fälle auch durch. Und deswegen mein Rat an der Stelle, jeden Tag einen Sonnenschutz. Ne, das ist das Billigste und Effektivste, was ihr machen könnt an Wirkstoffkosmetik. So einfach, ne? Braucht man keinen Schönheitschirurgen, kein gar nichts. Es gibt ja so ein berühmtes Foto von so einem Australier, der halt auf der linken Seite halt immer, gar nicht wahr, Australier, ist steuer rechts. Der hat halt rechts, hat er halt wirklich total viele Falten, links ist er schön glatt, weil er halt immer da so mit dem Gesicht halt irgendwie zum Auto, also nach außen hin zur sonnenexponierten Seite saß und hat da extrem viele Falten und das sieht man halt wirklich halt irgendwie wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ne? Das ist total irre. Und deswegen, also wenn ihr draußen seid und habt jetzt mal keine wasserfeste Sonnencreme und braucht wohl den Schutz nochmal auffrischen und vor allen Dingen für meine Kinder. Ne? Also ich meine, die nehmen ja jetzt nicht so eine Sonnencreme. Ne? Wenn ich die damit eincreme oder so und dann hin so, nein, Mama, ne? Und das finden die gar nicht so toll. Ne? Aber meinen Jungs muss es immer schnell gehen. Und trotzdem will ich, dass die halt, wenn die rausgehen, Sonnenschutz tragen. Und dann kaufen wir schon seit Jahren das hier. Das ist vom Garnier Ambre Solaire Over Makeup Super UV 50. Ne? Plus ist halt eben auch ein super tolles Spray. Einfach drüber, off you go. Es kriecht nicht in die Augen. Wenn ihr so normale Sonnencreme verwendet, dann muss man ja aufpassen, weil es auch gerne mal in die Augen kriecht. Es brennt wie Hölle, ne, finde ich. Das hier gar nicht. Das ist richtig toll. Es ruiniert nicht dein Make-up. Es löst es nicht auf. Du siehst hinterher toll aus und du kannst es halt jederzeit, das ist auch schön klein, in die Handtasche schmeißen. Also wenn wir im Sommer rausgehen, haben wir immer, immer so ein Ding dabei. Das ist also wirklich für uns wie ein Gebet. Das steht auch draußen. Wenn die Kinder morgens halt zur Schule gehen oder sie haben Sport oder sowas, dann kriegen die das halt übers Gesicht. Und das funktioniert wunderbar. Ne? Für den Körper nehmen wir was anderes. Den nehmen wir meistens sowas, ne? So Invisible Protect Sprühnebel. Das ist jetzt ein 30er, das gab es nicht höher. Aber es gibt auch von so Sprühflaschen, die halt eben noch einen höheren. Das ist jetzt auch für Gesicht und Körper. Das will ich mal ausprobieren. Das hatte ich noch nicht, weil da auch steht Gesicht und Körper. Ne? Und Garnier finde ich generell eine super tolle Firma. Die machen schöne Produkte. Und da will ich mal schauen, ob das fürs Gesicht genauso gut funktioniert wie das hier. Weil es ist ja mehr drin. Ne? Aber so fürs Handtäschchen ist das natürlich toll. Ne? Ja, genau.
Nun gut, also auf jeden Fall ist bei uns Sonnenschutz ein Riesenthema. Ich versuche auch die Kinder halt immer schon sehr früh an das Thema heranzuführen, dass es also zur Gewohnheit wird, dass sie halt eben was verwenden, dass sie ihre Haut schützen, auch wegen, weil die Haut, ne, akkumuliert alles, so die ganzen Sonnenbrände. Und ich will natürlich nicht, dass die halt dann irgendwann mal so Vorstufen oder Hautkrebs bekommen. Und das ist das Einzige, was sie wirklich machen können, dass man halt lange Kleidung anzieht und natürlich eine Kopfbedeckung. Und alles, was der Sonne exponiert ist an Haut, dass es halt geschützt ist mit Sonnenschutz. So, also das sind meine Empfehlungen. Dann länger verwende und für die wirklich ganz toll sind. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet was für euch mitnehmen. Und wie gesagt, die habe ich zum Beispiel auch über euch kennengelernt. Wenn ihr auch einen tollen Sonnenschutz habt, als Refresh oder halt irgendwie auch sonst, wo ihr sehr begeistert seid, dann schreibt es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Ich probiere wahnsinnig gerne Sonnenschutz aus, weil ich das ganz toll finde. Viele sind auch nicht so ideal, finde ich, ne? Deswegen muss man viel ausprobieren, um dann quasi das Beste herauszufiltern. Das waren jetzt für mich meine besten, die ich jetzt letztes Jahr und dieses Jahr verwendet habe und die ich ganz, ganz toll finde. Ich kann euch wirklich nur den Rat geben, macht es jeden Tag. Das ist der günstigste und beste Anti-Aging-Schutz, den ihr für euch machen könnt, ne? Und ansonsten vielen Dank, dass ihr eure wertvolle Zeit mit mir verbracht habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Macht's gut und bleibt gesund und werdet gesund. Bis bald. Tschüss.